Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Profil. Unser Gast heute ist die Bielefelder Radsportlegende Christian Dippel. Hallo. Guten Abend. Sie sind Weltmeister, zweimal Europameister, neunmal Deutscher Meister und der derzeit weltweit erfolgreichste noch aktive Schrittmacher im Stehabsport. Einer der erfolgreichsten. Der letzte aktive Weltmeister. Okay, das war jetzt die Definition von Wikipedia sozusagen. Ja. Sie sind außerdem Vorsitzender des RC Zugvogel seit mehr als 10 Jahren. Ja. Und auch die Hauptperson, was den Erhalt und die Pflege der Bielefelder Radrennbahn angeht. So sieht's aus, ja. Ja. Vielleicht fangen wir damit an. Viele Zuschauer werden heute gar nicht mehr genau wissen, was Stehersport ist, weil die großen Zeiten sind ja vorbei und es ist nicht mehr so populär. Vielleicht erklären Sie einfach mal, was Stehersport ist, wie ein Steherrennen abläuft. Ein Steherrennen ist eigentlich die schnellste Radsportart, die wir haben. Wir fahren in etwa einen Schnitt von 70 bis 75 km/h. Steherrennen finden in einer Radrennbahn statt. Meistens sind 8 Gespanne unterwegs, die dann gegeneinander fahren in einem Lauf bei der deutschen Meisterschaft über eine Stunde oder bei normalen Rennen 2 Läufe oder 3 Läufe. 30, 40 Kilometer oder 15, 20 oder 25. Also die Gesamtsumme der Kilometer darf 80 Kilometer nicht überschreiten. Der Radfahrer klebt möglichst nah an Ihnen dran und nutzt Ihren Windschatten? Er fährt möglichst nah an der Rolle und nutzt den Windschatten. Dadurch werden Sie so schnell. Was sind die Spitzengeschwindigkeiten im Sprint oder so? In Bielefeld im Sprint kann man bis 90 km/h erreichen. Das ist eine ordentliche Zahl, würde ich sagen. Ja. Worauf kommt es dann an? Also ich vermute mal, es kommt darauf an, auf das Zusammenspiel zwischen Schrittmacher und hinter ihm fahrenden Rennfahrer. Ja, das ist die Aufgabe Schrittmachers, das Renngeschehen zu beobachten und auch dann entsprechend Angriffe zu starten. Mhm. Wenn der Schrittmacher weiß, was sein Fahrer in etwa drauf hat, dann kann er dieses umsetzen. Also eine Sache, die sehr viel Erfahrung erfordert. Ja. Und die haben Sie ja offensichtlich nach... Ja, nach 41 Jahren als Schrittmacher hat man das. Und vor allem noch den, obwohl man immer noch Fehler macht, es passiert immer wieder. Natürlich, man lernt nie aus, das ist in jeder Sache so. Sohn André ist auch aktiver Schrittmacher? Aktiver Schrittmacher, seit seinem 18. Lebensjahr fährt er auch schon Steherrennen. Weil er keine Lust hatte zum Radfahren, ist er gleich auf die Maschine gestiegen. Wie ist das denn, wenn Sie auf Ihren Sohn treffen bei einem Rennen... Ist das eine ganz normale Rennsituation da? Das ist für mich eine ganz normale Situation. Da kennen Sie dann keine Verwandten mehr, wenn es dann... Ist ein Gegner für mich dann in dem Moment. Ja. Und nach dem Rennen ist man wieder Vater und Sohn. Ja. Ist auch sehr erfolgreich, hat auch schon 2 Europameistertitel inzwischen. Also er ist wirklich in Ihre Fußstapfen getreten. Kann ich auch stolz drauf sein. Auf jeden Fall, da können Sie sehr stolz drauf sein. Lassen Sie uns ein bisschen über die Radrennbahn sprechen. Die Radrennbahn ist in einem baulich nicht sehr guten Zustand. Seit Juli diesen Jahres hat die Radrennbahn Denkmalschutz. Das haben Sie mit dem Verein für historische Fahrräder zusammen in Gang gebracht? Ja, mit Michael Mertins. Was bedeutet das nun für Sie und für die Radrennbahn? Nachdem Gerüchte von Stadtgärtnern verbreitet wurden, dass die Radrennbahn spätestens 2013 schließen würde, hatten wir uns dann entschlossen, diesen Antrag zu stellen, um zu verhindern, dass die Radrennbahn abgerissen wird. Das haben wir damit erreicht. Jetzt sind zwar Ausbaumaßnahmen oder Erneuerung oder Modernisierung ausgeschlossen, aber die Radrennbahn selbst bleibt stehen. Die Radrennbahn ist im Besitz der Stadt und Sie haben mir erzählt, dass Sie machen den größten Teil der Arbeit. Es stehen 5.000 Euro für Materialien zur Verfügung. Das ist sehr wenig, aber bisher bin ich damit hingekommen, weil ich eigentlich nur Zement und andere Kleinigkeiten brauche, um die Fahrfläche auszubessern. Ich wollte das mal in Relation setzen zu der Zahl, die in der Presse kursiert, dass eine vollständige Renovierung der Bahn ungefähr 4 Millionen Euro kosten würde. Dagegen sind ja Ihre 5.000 Euro ein Klacks, die Sie da im Jahr bekommen. Die Stadt ist damit sozusagen ein bisschen im Zugzwang, weil sie kann das Problem ja nicht einfach auf der Welt schaffen. Ja, wir sind natürlich jetzt in aller Munde dadurch, durch die Pressearbeit und so weiter. Und wir hoffen, dass wir dadurch auch Vorteile von der Industrie bekommen vielleicht. Ich weiß nicht jetzt welche Firma, aber ich hoffe, dass da irgendwie jemand einsteigt und sich da vielleicht ein bisschen mit reinhängt, an den Kosten irgendwie beteiligt. Es kann sein, dass in Bielefeld ein Rennstall gegründet wird, was noch in der Schwebe steht, aber möglich wäre es. Aha, ein Profi-Rennstall von einem bekannten Haarwasserhersteller. Genau.
Ja, die goldenen Zeiten der Bielefelder Radrennbahn in den 50er und 60er Jahren sind ja leider vorbei. Vielleicht erzählen Sie uns einfach mal, wieso die Situation damals eine völlig andere war. Nach dem Krieg hatten die Leute nicht so viel Freizeit und auch nicht die Möglichkeit, irgendwelchen Sport auszuüben. Und das Freizeitangebot selbst war nicht so groß. Da bot sich dann die Radrennbahn an, um da zuzuschauen. Und zu der Zeit war eben der Stehosport eine hoch angesehene Sportart. Durch die Motorisierung und das Nachlassen der Zweiradindustrie ist dann eben auch dieser Sport aus der Mode geraten. Und es blieben eben auch die Zuschauer aus. Auch selbst das Angebot der Rennfahrer, das ließ ja nach. Es gab nicht mehr so viele Profi-Rennfahrer. Ja. Und dann kam ja auch der Amateursport auf, auch im Steherrennen. Ja. Haben Sie Ihre Titel als Profi oder als Amateur? Als Profi. Als Profi? Gemischt, natürlich. Weltmeister als Profi. Aha. Europameister auch als Profi, ja. Mhm. Deutsche Meister teilweise mit Amateuren. Meistens mit Amateuren. Also das klingt so, als hätte man das. Wäre man dabei nicht reich geworden, aber man konnte davon irgendwie, konnte man sozusagen. Ja, man hatte einen Kostenausgleich, das war schon. Steherrennen gehen ja oft über lange Distanzen. Sie fahren eventuell über 100 Runden bei einem Rennen. Bekommt man dann nicht mit der Zeit einen Drehwurm, wenn man immer 100 ist ein bisschen untertrieben. Die deutsche Meisterschaft geht über eine Stunde. Dann kommen dann immer so 70 Kilometer dabei raus. Das wären dann circa 210 Runden in dem einen Lauf. Und bekommt man da einen Drehwurm, oder? Also ich bekomme keinen Drehwurm, das ist Routine. Man spürt natürlich den Kurvendruck jede Runde zweimal. Der ist nicht unerheblich. Die Beine werden auch irgendwann weicher. Nach einer Stunde merkt man das schon. Also es erfordert schon eine ganz schöne Kondition, auch auf dem Motorrad zu Kondition muss man haben, bloß eben, man fährt ja praktisch immer geradeaus. Man spürt die Kurve nicht, weil sie ja Stallkurven sind und im Prinzip die Sache immer man muss im Prinzip mit den Füßen lenkt man das Fahrzeug. Sie sind erster Vorsitzender des RC Zugvogel, des größten und bekanntesten Bielefelder Radsportvereins. Unser Verein besteht seit 1924, also damals natürlich nur im Rennsportbereich. In den 80er Jahren kam die Radtouristik dazu. Dann später die Mountainbike-Abteilung und in neuester Zeit wieder mal die BMX-Abteilung. Weil BMX olympisch geworden ist, war der Andrang und das Interesse sehr groß geworden. Wir haben mittlerweile ca. 100 Kinder, die auf unserer BMX-Bahn trainieren. Die Mitgliederzahl, gut, außer BMX stagniert. Die Radtouristik-Abteilung, möchte ich sagen, ist überaltert. Wir können da auch neue Mitglieder gebrauchen. Das heißt, Sie sind dankbar für frisches Blut, neue Mitglieder? Können wir immer gebrauchen. Wie lange wird es den aktiven Radsportler Christian Dippel noch geben? Also im nächsten Jahr werde ich noch einmal Lizenz lösen. Und was dann, das muss ich mir nächstes Jahr überlegen. Ende des Jahres weiß ich mehr. Also Sie entscheiden das von Jahr zu Jahr jetzt. Von Jahr zu Jahr sozusagen. Sie haben mir eben erzählt, dass es da so eine Art automatische Begrenzung insofern gibt, dass die Anzüge, die Sie tragen, die Leder- bzw. Kunststoffanzüge. Lederanzüge. Eine Unigröße haben sozusagen. Alle gleich groß. Und sie werden auch nicht weiter, wenn man älter wird. Das heißt, man muss einfach hineinpassen. Man muss hineinpassen, ja. Das heißt, wenn man einen gewissen Körperumfang erreicht hat, ist Schluss, weil man. Dann ist Schluss. Dann, wenn man nicht reinpasst, kann man nicht fahren. Sie haben mir etwas erzählt von einem spanischen Kollegen. Ja. Der wurde mit Öl eingerieben und in die Anzughose reingepresst. Okay, wir hoffen, dass Ihnen das nie passiert. Ich bin mir sicher, dass Ihnen das nie passieren wird. Das wird nicht passieren, nein. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute als Sportler und vor allem auch für die Bielefelder Radrennbahn. Und danke für das Gespräch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war Im Profil vom Kanal 21 aus Bielefeld. Bis zum nächsten Mal.